Ach, das war richtig. Nee. Doch. War richtig. Ich fasse es nicht. Ich finde das... Gib mal weg. Komm her. Okay, einem habe ich Angst gemacht, während die anderen versuchten, mich einzuprügeln, was aber nie funktioniert hat, weil ich in dieser Zeit unverwundbar war. Hui. Wo ist der Joker? Wo ist der Joker? Ich kann nicht auf den Joker zurückwechseln. Ich will aber auf den Joker zurückwechseln. Joker? Geht nicht. Vielleicht habt ihr sogar einen Controller gehört, es geht einfach nicht. Ich muss hier mit Scarecrow spielen, das ist natürlich ein bisschen schade. Das hier könnte irgendein... Da ist wieder ein Bild, das ziemlich viele Leute kennen. Napoleon Bonaparte, in dem Fall Napoleon... Ich versuche irgendwie krampfhaft das Wort Lego da irgendwie reinzubringen. Das war die Sphinx von Ägypten. Gizeh, wenn ich mich nicht täusche. Gut, die drei Steine hier lasse ich jetzt liegen. Die sind mir jetzt gerade mal egal. Okay, drei böse Jungs und hinten dran ein Gitter und ein Stein war das vermutlich. Da ist wieder Napoleon. Napoleon Legopard. Ich versuche das krampfhaft da reinzubringen, aber ich finde keine Stelle, bei der das klappt. Bei Albert Legostein geht das ganz besser. Geht das viel besser. Jetzt haben wir hier einen Schalter. Was macht dieser Schalter? Der hebt das Bild an, wo wir den Joker bräuchten, der nicht da ist. Mann. Tja, gute Frage. Keine Ahnung. Aua. Der Hausmeister verdrischt mich mit dem Besen. Mutiger kleiner Hausmann. Wo ist der Joker, verfluchte Hacker? Ach, jetzt sag nicht, der ist da unten stehen geblieben, weil die Tür zugegangen ist und kommt jetzt nicht mehr hier rein. Das ist ja... Das wäre der erste Aussetzer. KI-Aussetzer, der hier... Ach, auf dem Schalter hat da rumgestanden. Die faule Sau. Naja, egal. Ich habe vorgestern, jetzt wo ich gerade nochmal so ein bisschen mehr über Batman nachdenke, ich habe mir vorgestern den Film Inception angesehen, endlich mal, ja, der ist mittlerweile auch schon 3 Jahre alt und muss sagen, ich finde den sehr, sehr gut. Ich mag die Filme von Christopher Nolan an sich ganz gerne, da zählen natürlich die 3 Batman-Filme dazu, die neueren, die aktuellen 3, aber auch eben dieser Inception und meiner Meinung nach noch ein sehr guter Film ist Memento. Der zählt da auch dazu. Der ist auch von Christopher Nolan. Das sind alles Filme, zumindest mal jetzt Inception und Memento, die man sich zwar gerne abends ansehen kann, die aber dann doch ein bisschen Gehirnschmalz benötigen. Eine Sicherheitskamera, was soll ich denn damit machen? Die versprüht Gas. Naja. Kann mir ja eigentlich egal sein. Als Joker und als Scarecrow müsste ich eigentlich dagegen immun sein. So, das hier kann ich nicht bewegen. Da fehlen noch ein paar Bodenplatten. Ein paar Kacheln. Also machen wir zuerst mal hier so ein bisschen Tohu Wabohu. Den wir hier alles erstmal kaputt machen. Und Scarecrow noch eine mitgeben. Klar, der hat's verdient. So. Und jetzt? Kann ich hier oben lang? Kann ich. Sehr schön. Scarecrow kann hier anscheinend nicht lang, aber das ist ja egal. Macht ja nichts. Ich brauche nur einen Charakter. Ich kann sowieso nur einen Charakter gleichzeitig spielen, deswegen ist es eigentlich ziemlich Wurst mit Käse. Ob ich hier alleine langlaufe oder mit mehreren Charakteren. Hey, da ist ein Container, den nehme ich natürlich mit. Aber da der nicht verschwindet, schiebe ich hier erstmal... Achso, da bräuchte ich den zweiten Charakter, okay. Dann schiebe ich das hier schnell wieder zurück. Oh, wie lässig der das macht. Mit einer Hand. Ich setze mich mal hier auf den Schalter. Dann kann ich das hier kaputt machen. Okay, ja, dann geht das da unten aus. Und da Scarecrow nicht hier rauf kann, sondern nur hier unten bleiben muss. Kann ich dann, das habe ich schon so ein bisschen geahnt, dass hier diese fehlenden Bodenplatten draus sein müssen. Dann kann ich das hier nämlich ranschieben und kann dann mit Scarecrow
auch nach oben. Bevor ich das aber mache, werde ich hier mal noch rechts rumgehen. Zu meinem Frog kann ich den abschießen. Ich mache einen Schritt zurück. Nee, das gilt nicht als Ziel. Dann kann ich hier zum Schrei. Aber ich glaube, es bringt mir sonst noch nichts, denn ich muss hier vermutlich Scarecrow rüberbringen. Da hinten könnte ich mir vorstellen, dass jemand was versteckt hat. Nee. Also ich glaube, ich wäre als Spieldesigner ein bisschen gemeiner als, als die hier von Lego Batman. So, was kann ich denn hier zusammenbauen? Ein Lüfter. Das hilft vermutlich gegen das Gas. Zumindest an dieser Stelle. Okay. Dann gehe ich mit Scarecrow schnell da runter, um dann schnell wieder da hoch zu gehen. Da oben ist nämlich noch ein Bausatz gewesen für den zweiten Ventilator, wenn ich das richtig gesehen habe. Und in der Regel sehe ich ja noch gut, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen älter werde. Und die Augen sowieso schon nicht mehr so gut sind seit der dritten Klasse. Also seit meinem 9. Lebensjahr. Seit meinem 9. Lebensjahr trage ich Brille. Gut, seit ein paar Jahren sind das jetzt... Och Mann, sind das jetzt Kontaktlinsen? Aber das macht das natürlich nicht besser. Ich brauche weiterhin... Wo rutsche ich denn lang? Ich brauche weiterhin eine Sehhilfe. So, jetzt schieben wir den mal. Da run. Dann kann der hoch. Und dann sollte ich hier den zweiten Ventilator bauen können. Kann ich auch. Und dadurch werden dann... Ach, dadurch geht der ganze Rauch weg. Qualm, was auch immer. Giftgas. Und dann können wir hier durch. Jede weiter. Ist schon ein komisches Museum. Die haben Kopien von jedem Bild. Mindestens, ich glaube, 2 oder 3 davon. Mindestens. Falls mal eins kaputt gehen sollte, kann man das ja immer noch auswechseln, ne? So, erstmal hier die ganzen Polizisten wegballern. Die gehen nämlich ein bisschen auf den Nerv. So, hier ein Schalter. Oh, bevor ich den aber aufbaue, sammle ich das noch ein. Denn der Superschurke ist noch nicht erreicht. Und da fehlt auch noch jede Menge, so wie das aussieht. Also gut, jede Menge ist ein bisschen übertrieben. Oh, ha, das ist meine Klingel. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Schrecklich, wenn man sich irgendwie was bestellt hier. Von wegen, ja, Freigabe 18, da muss man selbst anwesend sein und überhaupt und sowieso. Wir können das nicht irgendwo hinterlassen. Schrecklich. Naja, okay, gut. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Schon wieder total vergessen. Naja, egal. Was kann ich denn hier jetzt Schönes machen? Ich kann die Bilder zerstören. Bringt mir aber nichts. Das wird wohl zu heiß sein. Das kann ich auf jeden Fall nicht kaputt machen. Das kann ich auch nicht kaputt machen. Okay, ich hab... Da kam ich her, ne? Ja, da kam ich her. Ich habe keinen Plan, was ich... Achso, der Hebel, den habe ich ganz vergessen. Okay, da muss wohl der Joker rauf. Also, du drehst. Und der Joker kann da rauf. Das Päckchen ist noch nicht mal für mich, um ganz genau zu sein. Das soll eine Überraschung werden. Aber ich kann jetzt nicht verraten, was. Denn meine Freundin guckt meine Videos und dann könnte sie wissen, dass es für sie ist. Jetzt habe ich ja doch was verraten. Aber es ist nicht so schlimm. Denn ich werde nicht mehr verraten und ich weiß, dass sie das nicht mag. Sie mag es nicht, wenn ich ihr sage, ich habe ein Geheimnis für sie und das verrate nicht, was es ist. Aber ich kann das verstehen, das ist nicht schön. So, was habe ich jetzt hier gemacht? Einen Aufzug gerufen, oder was? Ja, war eindeutig der Aufzug. Also das Päckchen ist nicht für mich. Beziehungsweise der Inhalt, das Päckchen ist schon für mich. Der Inhalt ist nicht für mich. Aber ich verrate nicht, was es ist. So, ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. Bei den Christopher Nolan Filmen, glaube ich, bei Memento und so weiter. Da werde ich jetzt aber nicht den Faden weiter aufgreifen, weil ich echt keine Ahnung mehr habe, was ich jetzt genau gequatscht habe und was nicht.
bevor ich hier alles doppelt und dreifach erzähle und damit meine Stimme quasi malträtiere, lasse ich das einfach sein. Ich sag einfach nur nochmal abschließend, die Filme von Christopher Nolan sind sehr gut. Die, die ich kenne, zumindest. Und sind auf jeden Fall sehenswert. Ja. Ja. Jetzt bin ich hier drüber. Noch mehr Sachen zum Zerschlagen, Zerschießen und so weiter. Hauptsächlich Zerschießen, vor allem der da hinten liegt mir auf den Nerven, seine Pistole. Und der hier auch. Und der hier. Und die gehen mir alle auf den Nerv. Geht weg. Geht alle weg. Jetzt habe ich jede Menge da hinten zerschossen, aber super Schurke. Aber noch nicht alle. Und das geht nicht kaputt. Auch wenn sie sich ganz brav mit mir mitdreht. So viel Geld, so viel Geld. Da komme ich vermutlich auch nicht hoch, weil ich nicht hoch genug springen kann. Nee. Also, auch da brauchen wir einen Hüpfcharakter. Ob das jetzt Clayface ist, Catwoman, Harley Quinn. Ist eigentlich ganz egal. Hauptsache irgendjemand, der hochspringen kann. So, da hinten haben wir einen Hebel, den wir ziehen können. Will ich den jetzt schon ziehen? Ich ziehen mal. Beziehungsweise setz mich mal drauf. Dann kommt hier ein Kästchen. Dann kann ich das hier noch betätigen. Okay. Okay, okay, okay. Das kann ich vermutlich daran schieben. Ja, was heißt vermutlich? Es gibt nur den einen Weg. Ah, und dann muss ich das hier einschalten. Okay. Dann fährt das nach hinten. Macht dem Joker das was aus? Eigentlich sollte dem das ja nichts ausmachen. Okay, das kommt dann da hinten an. Und steht dann da rum. Hilft mir denn das jetzt irgendwie was? Keine Ahnung. Ah, hier kann ich einen zweiten zusammenbauen, immerhin. Was kann ich hier mit dem Hebel machen? Da kann ich das nach oben schieben. Okay, jetzt ist es hier. Eventuell muss ich da selbst mich drum bemühen. Ja, scheint so. Anscheinend muss ich den Kran dazu verwenden. Greife ich dazu mit B oder was? Jupp. Einmal. Das hätten wir. Und dann nehmen wir noch das zweite da hinten auf. Ich hoffe nur, dass ich nicht vergesse, das später hier stumm zu schalten, da das Gespräch mit dem Postboten ist. Die Klingel wird jetzt drauf sein. Da kann ich nicht drum. Da komme ich nicht drum rum. Die klingelt schön fröhlich vor sich hin an dieser Stelle. Der musste ja natürlich auch 6 Stunden lang auf die Klingel drücken. Der Mama, mal die Tür auf. Hör auf zu nicken, mach die Tür auf. Ich mach mich derweil bereit. Komm her! Ich hab gewusst, dass da jemand kommt. Kann ich das Auto fahren? Ich kann das Auto fahren. Oh, das war das Level schon. Sehr schön. Ging ja schneller als ich dachte, aber ist egal. Macht ja nichts. Ich muss es ja so oder so durchspielen. So, was haben wir denn hier jetzt? Wen bekommen wir denn? Scarecrow, klar. Wo geht der hin? Da unten hin. Da habe ich mich jetzt verzählt, es fehlen noch 6 Charaktere und diese 2 schwarzen Pöppel da rechts unten. Dann wären das ja noch 8 Charaktere, die wir jetzt holen können. Einer davon wird sein. Wie hieß der noch? Firefly, glaube ich, hieß der einfach. Die Motte. Ah, der Killer-Mod. Die Killer-Motte. So hieß er. Ja, der kommt aber jetzt noch. 200, knapp 60.000 Steine. Für das Minikit haben wir nicht besonders viel gefunden. 1, um ganz genau zu sein. 1. Yay. Story fortsetzen. Nicht lustig.
Wenn wir es nicht zu Gothams Kathedrale schaffen, wird dieser Witz nie zu seiner Pointe kommen. Hey, Mottenmann. Was macht der Mottenmann abends mit seinen Klamotten? Er mottet sie ein.